da ist dann das nächste Lied entstanden. Es ist ein Russensprunge aus seinem Holzverschlag. Das macht einen Sinn wenigstens, ne? Die Alten und die Jungen, die suchten schon drei Tage und eine halbe Nacht. Vielleicht hat schon der Schlachter draus Leberkäs gemacht. Also mir ist das eine Möglichkeit gewesen, ne? Vielleicht ist Ben Roncalli und lehrt ein neues Stück. Frisst Kekse von Kasali und kommt nie mehr zurück und bleibt für immer. Oder es zieht beim Palmas die grüne Weihnachtskutsch. Das Röstlein, das ich meine, ist vielleicht gar kein Pferd, weil's jede Nacht alleine am Gürtel nur verkehrt. Ihr Mann heißt Santa Claus und sie heißt Merry Christmas und nimmt die Männer aus. Aus.
von 1999, also kurz vor der Jahrtausendwende, bis 2017, also 18 Jahre, hatte ich ein kleines Live-Musik-Beisel im 18. Albach, sozusagen im 8. Bezirk, Bierkanzlei hat es gewesen. Und also eigentlich war es ja erst die letzten 10 Jahre Live-Musik-Beisel, weil vorher war es ein Beisel mit Küche, aber es kläglich gescheitert und dann haben wir gesagt, wir brauchen ein eigenes Konzept, wie es oft so ist. Ne? Gleiche Besitzer, aber ein anderes Konzept, haben wir gemacht. Schon waren die Boxen und das Mischpult montiert und dann haben wir angefangen mit Sonntag, Montag haben wir angefangen Musik, weil wir haben gedacht, okay, ausbraten bin wir geworden. Sonntag, Montag haben die allerwenigsten in Wien Musik angeboten. Naja, das haben wir dann relativ schnell ausgeweitet auf Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und haben Sonntag, Montag zulassen, lieber stattdessen. War nett. Und da haben dann die verschiedensten, da habe ich glaube ich 500 Musiker, unter anderem nämlich auch in Daniel Wiener, einen mittlerweile seit fast 8 Jahren seinen wunderbar genialen Duo-Partner, einen riesen Applaus an dieser Stelle. Ich habe dort kennengelernt mit seiner zweiten Kombo mit den Ballstücken. Und da hat er dann eine Freundschaft entwickelt. Und interessant war es, also für die Musikanten vor allem und für die Bands, weil dort gab es ein ungeschriebenes Gesetz, also es gab eigentlich zwei. Das erste Gesetz war in der Pause, die wir heute nicht gemacht haben, und da ist es notwendig, wir haben sie heute dankenswerterweise Eintritt gezahlt. Aber es gibt ja viele Hurt-Konzerte in Wien auch. Und wir waren damals auch so eine Hurt-Location. Und da hat sie mir in der Pause dann eine Ansage von mir gegeben und ich habe dann aus demokratisch-rechtlichen Gründen habe ich dann meistens eine Bierkanzlei Edel Jungfrau des Abends bestimmt, die mit dem Hut gehen durfte, nachdem sie so fast nie Freiwilligen melden. Und man 10 Jahre keine freiwilligen Meldungen aus, glaubt mir's, dann wird's fad. Und am Schluss habe ich mir dann eigentlich immer zum Dank dafür, dass ich das mit dem Hut sehr gut angesagt habe, dass die Musiker sich immer gefreut haben, habe ich dann am Schluss, habe ich mir immer eine gemangelt beim letzten Lied und habe dann immer gesagt, quasi, haha, aber das, weil damals war ich schon der Bierkanzler, also der einzige nicht wählbare und darum auch nicht abwählbare Kanzler Österreichs, der ich heute noch bin, außer Dienst zwar, aber trotzdem. Und damals hat die Musiker natürlich nicht alle hat es nicht gefreut, dass ich mit dem letzten Lied eine gemangelt habe des Abends. Und das Lied, das wir jetzt spielen, von Wolfgang Ambros und das dann eigentlich in einer Version von den Austria 3 gesungen wurde, habe ich dann ein bisschen umgecheckt in eine Version aus der Situation eines Betroffenen. Ihr werdet es aber kennen. Das war dann sehr oft an vielen, vielen Abenden das letzte Lied in der Bierkanzlei. Und immer gewaschen.
großen Ruhm in der Wand und Osten. Die Kinder da zum Frühstück und dann Steuern und eine Zigarette. Und um ein Schürig immer noch. Und die Leute kommen dann entgegen und wir ein paar kommen auf mich zu. Mit diesem Lied dürfen wir uns also verabschieden. Ihr vorher schon. Ja, natürlich. Ich bin ja rein und da. Wie tut er da sonst, wenn er da mal ist? Ja, ja, erzählt irgendein Lied. Vielleicht von Mane. Ja. Ich kenne schon Lied, aber das ist ziemlich tief. Wo ist denn her? Ja, klar. Okay, passt auf. Die kleine Susi. Nein, ist aber wirklich tief. Ich habe den auf dem Begräbnis meiner Großmutter erzählt und meine Mutter hat zu mir gesagt, sie hat sich in ihrem Leben noch nie so für mich geniert. Wollt ihr den Witz sicher hören? Ja. Aber nicht dann nachher aufregen, er ist wirklich tief. Ich mag tief für Witz. Nein, ja, zu hören. Passt auf. Die kleine Susi wird 14. Und die kleine Susi kommt so langsam drauf, ihren Körper zu entdecken. Und fängt halt an mit der Selbstbefriedigung. Wie das jedes normale Mädel macht, aber die Susi übertreibt es. Also sie macht es ständig und unentwegt. In der Früh am Morgen zwischen die Pausen in der Schule, nach der Schule, vor dem Essen, nach dem Essen. Sie macht das ständig. Ja? Und die Mutter von der Susi alleinerziehend kommt da irgendwann drauf und sagt, heißt Susi, mit der Selbstbefriedigung, du musst aufhören und der Susi gegangen, sie hat so die, weißt du, wenn du Langboden gehst, also so die Finger so aufgewacht, ja, also die Nägel gingen ja an. Also nicht alle, nur zwei, aber es ist irgendwie, und die Mutter sagt, heißt, hör auf, und die Nägel gingen da schon aus und du bist schon aufgeschwappt auf die Finger und hör auf mit der Selbstbefriedigung. Und so wie man es jungen Buben erzählt, sagt sie halt, Susi, wenn du dich dauernd selbst befriedigst, dann wirst du irgendwann was durchstoßen und dann kommen deine ganzen Eingeweide raus. Susi schaut. Und wirklich, die Susi hört auf, sich selbst zu befriedigen. Sie hat ihren Körper entdeckt.
es ist jetzt Schluss damit. Eine Woche keine Selbstbefriedigung. Zwei Wochen keine Selbstbefriedigung. Dritte Woche, die Mutter kommt spät nach Hause. Alleinerziehend, sie arbeitet mit dem Biller. Es ist 19.30 Uhr und sie hört schon wieder ein leichtes Quatschgang aus dem Kinderzimmer. Das gibt's nicht so, die drei Wochen in Ruhe gehen mit der Selbstbefriedigung, jetzt fängt die schon wieder an. Diese Susi. Und macht die dir einen Spalt auf und schaut rein. Die Susi liegt ganz glücklich in ihrem Bett, schläft. Und die Mutter denkt sich, na, der wird es zeigen. Und geht sofort in die Kuchel, haut, verschiert es in die Pfanne, in den Topf und kocht es mit Zwiebeln, röstet es an. Ne? Öl, Zwiebel, verschiert es ein bisschen Majoran und macht da und tut und also zu 4 Kilo verschiert es. Lässt es abkühlen am Balkon, denkt sich, na, der Susi wird es zeigen. Und geht um 3 in der Früh in der Susi-Zimmer ganz leise. Die Susi liegt da, gespreizte Beine, ganz glücklich mit einem Grinsen im Gesicht und barrt dieses Verschierte zwischen den Füßen auf. In einen Kegel. Ja? Denkt sie, na, die wird sie immer geschrecken. Haha, der hat es gezeigt. Geht schlafen. In der Früh steht die Mutter auf. Die Susi schläft noch immer. Steht ein bisschen später auf. Die Susi kommt in die Küche und lacht. Und die Mutter sagt, sag einmal, warum lachst du so? Und die Susi sagt, Mama, ich muss dir was beichten. Ich habe mich gestern wirklich wieder selbst befriedigt. Und du, es stimmt, es sind mir eine ganzen Eingeweide rausgekommen. Aber ich hab alles wieder eingekriegt. Manfredo, kommst du da? Du sollst ja nicht dabei sein. Ich hab nur hinten dabei gewartet, weil ich da mitgekriegt habe, was du da für ein Sinovo aufführst. Um den Bogen zum nächsten Lied zu spannen. Sehr schön. Wie bringen das aus der Schellen von der Alten aus? So, wir vergessen jetzt das letzte Geschehene in den 5 Minuten. Denken Sie dran, wenn Sie vielleicht ein kleines Fleischchen essen. Mit Gurkel. Aber gut, du kommst auf den Verschieden. Schön. Hüst man. Echt mit so Überleitungen ist da zum nächsten Weihnachtslied. Das ist nämlich ein Lied, wo wir uns erlauben, uns nicht mehr von euch zu verabschieden und nicht wusste sicher, dass ein Fisch am versauten Witz dazu wird. Aber so ist es. Einmal aus die Augen lassen. Machen wir wieder. Und zwar das nächste Lied haben wir uns erlaubt, nämlich aus einem Weihnachtslied quasi in einem Weihnachtslied 3 verschiedene Stilrichtungen zu verewigen. Und allein ich deswegen hat das schon einen Heldenstatus, hätte ich gesagt. Wenn man die richtige Teilnahme jetzt mal aussuchen kann. Das ist eine Anlehnung auf I'm Dreaming of a White Christmas. Aber in unserer mundartpädagogischen, durchaus zum Nachdenken, aber auch teilweise zum einfach zu Hochmut genießen. No shade, never enough. So wird es früher einmal wird Geschenke bringen, nur wieder singen, den Marie. Hey, I'll reach you, no, I'll
wahrscheinlich uns aber auch wünschen, nämlich in Wirklichkeit ein bisschen oben vom Gas, wenn es geht. Oft weiß ich, ist einmal fremdbestimmt, aber dass wir da vielleicht wieder ein bisschen aussetzen können, einfach mit Menschen beieinander sein, Zeit verbringen, gemeinsam sie wohlfühlen, essen und trinken, und wenn wir sich ehrlich sind. Wie viele Leute haben das in der Zeit nicht und was braucht man wirklich mehr? Gar nichts, glaube ich. Darum wünsche ich euch das und sage für heute. Dankeschön, dass ihr da seid und da wart. Dankeschön ans Jochal. Frohe Feiertage natürlich auch für euch. Es geht Mutterherinnen weiter. Sogar am 24. und 25. und 27. bis zu Silvester hin machen sie ein mörderisches Programm. Unterstützt auch im nächsten Jahr 2023 die Live-Musikveranstaltungen. Weil ich frage mich dann manchmal, es posten ganz viele ohne Kultur. Wird still. Und ich weiß, natürlich, es ist die Zeit, es ist einfach alles irgendwie scheiße teuer. Aber ich glaube, wenn man die kleine Musikszene, die wir in Wien, in verschiedenste Locations, so wie da im Jochal, haben, verlieren würden, würden wir einen Teil unserer ganz besonderen Authentizität, glaube ich, einfach verlieren. Damit meine besten Wünsche für 2023 an euch alle und an uns alle. Dankeschön, sagt Daniel Wiener. Musik Schurfix mit Open Mic, also wer sich bemüßigt fühlt, Blixi ist das Hölzl, Blockflöte, sonst auch immer was für ein Instrument spielt oder ein Lied singen will. Herzlich willkommen bei unserem Open Mic, 5. Jänner, Café Amadeus in der Wehrstraße, live zu erreichen. Außer wenn eine Veranstaltung in der Stadthalle ist, dann gibt's. Da ist am besten, man kommt öffentlich. Ja, das war's, was ich sagen wollte. Dankeschön.